Warum ist die AfD nicht mehr Ihre Partei? Es gibt ja Gründe, warum ich ausgetreten bin 2015. Und es liegt halt an der zunehmenden Radikalisierung. Dieses Märchen von der Radikalisierung gibt es ja schon lange. Da ist aber überhaupt nichts dran. Und ich sag mal, Sie sind ja 2015 ausgetreten. Das heißt, ja, da schon war schon angeblich so radikal, dass Sie es nicht mehr aushalten konnten. Ich habe dann gelesen, 2016 wollten Sie wieder eintreten. Da hat offenbar eine Deradikalisierung stattgefunden. Also so ganz klar über den Weg mit der AfD waren Sie sich offenbar nicht. Also Sie akzeptieren den Verfassungsschutz nicht als eine demokratische Institution? Was ist denn daran demokratisch und Verfassungsschutz? Das sind Ministerialbeamte, die abhängig sind von einem jeweiligen Parteipolitiker, der Innenminister ist. Der Verfassungsschutzpräsident von Thüringen wollte für die SPD in den Bundestag. Die wollen uns vernichten, die wollen uns platt machen. Das hat mit der eigentlichen Idee des Verfassungsschutzes, Deutschland, sag ich mal, zu verteidigen gegen aggressive Angriffe auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung, überhaupt nicht zu tun.